Ja, Günther, 19 Runden sind gespielt, die Herbstsaison ist vorüber. Wir haben uns ja bereits vor einigen Wochen unterhalten, nach dem ersten Saisonviertel. Wie sieht jetzt die Bilanz nach der Saisonhalbzeit aus? Bei weitem besser als nach dem ersten Saisonviertel, weil es im Nachhinein einfach eine riesige Challenge war, auch resultatsmäßig in dieser Liga anzukommen. Am Anfang teilweise ganz gute Leistungen auch nicht mit Resultaten belohnt und selbst belohnt. Und das ist im zweiten Viertel viel besser geworden. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt. Gibt es viele erfreuliche Tendenzen bei Einzelspielen, aber auch die Gesamtleistung der Mannschaft, gerade im taktischen, auch im körperlichen Bereich, ist eigentlich immer besser geworden. Und hat darin gemündet, dass wir in den letzten 9 Spielen nur ein einziges verloren haben. Und wenn man so die Bilanz der letzten 14 Runden nimmt, also ab dem Spiel Liefering, wo wir unseren ersten Sieg gefeiert haben, unser erstes Tor erzielt haben, wenn man sich da die Tabelle in diesem Zeitraum ansieht, sind wir einfach in der oberen Tabellenhälfte ganz deutlich. Und das zeigt, dass die Mannschaft eine gute Entwicklung durchgemacht hat und deswegen ist die Bilanz sportlich absolut zufriedenstellend. Du hast das angesprochen, die Entwicklung war eigentlich von Beginn weg immer ein Stichwort, das uns eigentlich am meisten begleitet hat, glaube ich. Ist die Entwicklung jetzt der Mannschaft aktuell auf dem Stand, wo du sie sehen möchtest? Nein, also wir haben sehr, sehr wohl noch einiges drinnen. Wir lernen von jedem Spiel immer wieder neue Dinge dazu. Es war zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wo wollen wir besser werden. Es war schon in der Offensive im zweiten Viertel bei weitem besser, was die Anzahl der erzielten Tore betroffen hat. Ist aber zum Beispiel auch im Einzelspiel herzunehmen so gewesen, dass wir in Auswärtsspielen gegen Kapfenberg und Lustenau eine Mannschaft druckvoll spielt, hier wir in der ersten Hälfte zu wenig Möglichkeiten gefunden haben, diesen Druck zu mindern, selbst mehr Spielanteile zu haben. Wir müssen in solchen Phasen noch darauf warten, dass der Gegner weniger müdet und wir dann in der zweiten Hälfte einfach zulegen können und selbst mehr Spielanteile kämpfen. Das hat funktioniert, aber das Ziel muss sein, nicht immer eine Hälfte abwarten zu müssen, bis sich eine Mannschaft ausgespielt hat, sondern einfach Mittel zu finden, auch gegen spielstarke Mannschaften von Beginn weg anders dagegen halten zu können. Da geht es um einfach Weiterentwicklung des Spielstils der Mannschaft. Im defensiven Bereich haben wir überhaupt eine gute Hinrunde hingelegt, haben mit Anzahl der Tore, ich glaube mit 23 in 19 Spielen, das ist absolut okay. Mit dieser Anzahl von Gegentoren stehst du normalerweise auch weiter vorne als wir. Das ist erfreulich, dass das ganz gut funktioniert hat, ist auch das, was leichter zu erarbeiten ist als Mannschaft, das Defensivverhalten. Offensivverhalten, Spielstil ist sicher neben noch dem Ausbau von physischer Stärken so ein Hauptschlagwort, wo man es verbessern will. Kommen wir noch einmal auf unsere Serie von 6 Spielen ohne Niederlage zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da in so einer Phase mit der Mannschaft? Ist das ein Moment, wo es einfach Klick macht oder steckt da einfach viel mehr dahinter? Ich glaube schon, was mehr dahinter steckt. Das ist jedes Erfolgserlebnis, gibt ja ein paar Prozent mehr Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft. Und trotzdem ist es wichtig, dass du nach 2 ungeschlagenen Spielen, nach 4 ungeschlagenen Spielen, nach 6 ungeschlagenen Spielen den Druck intern immer hochhältst und dich nicht zufrieden gibst. Das ist gut gelungen. Es war auch in der Phase der letzten 9 Spiele die einzige Niederlage, das 2:3 zu Hause gegen St. Pölten, ein packendes Spiel, wo wir knapp verloren haben. Es ist gelungen und das geht nur, wenn alle mitziehen, auch mit der Mentalität der Mannschaft, diesen selbst auferlegten Druck, immer hungrig zu bleiben, immer noch mehr zu wollen, das gut zu leben. Und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel am Ende der Saison, wenn man dann zweimal in den Westen fahren muss, eine beschwerlichere Anreise hat nach Innsbruck und Lustenau, zweimal ungeschlagen nach Hause fährt, das ist genau auf das Gleiche zurückzuführen. Auf der einen Seite positive Erlebnisse, die du halt sammelst, wenn du ungeschlagen bleibst, aber auch darauf, dass die Mannschaft mental und von der Einstellung sich gut gefestigt hat und super mitgezogen hat. Ja, Dominik Schirl, Florian Sitzam, Sagan Duran, Remo Mahle und René Seebacher haben unter den SC-Spielern die meisten Einsatzminuten. Würdest du sagen, dass sich genau diese Spieler jetzt zu absoluten Stützen entwickelt haben in der Mannschaft? Also die 5 genannten, das ist einfach so, das hebt sich von auch der Anzahl der Minuten, der gespielten Minuten ein wenig von der nächsten Kategorie an Spielern ab. Das waren wirklich 5 Eckpfeiler, 5 Säulen unserer Mannschaft, die ja, das Gerüst dargestellt haben und sehr wichtig sind für uns. Schön, dass das so eine Mischung ist, auch aus ganz jungen Spielern wie bei Schirl Sitzam, über Spieler, sage ich mal, im besten Alter mit 24, ein Remo Mahle zum Beispiel, aber auch immer erfahrene Spieler wie ein Sagan Duran, ein René Seebacher. Das ist ja schon fast eine halbe Mannschaft, wenn der Stamm da stabil ist, auch robust ist. Robust heißt, dass du einfach Woche für Woche auch einsatzbereit bist, nicht viel Verletzungen hast.
dann ist das gut für eine Mannschaft. Und darum gibt es aber dann eine weitere Zahl von 8 bis 12 Spielern, die dann eben auch viel gespielt hat, aber diese 5 Spieler waren schon ein wenig das Gerüst im Herbst. Ja, wen wir vielleicht auf jeden Fall erwähnen sollten, ist der Mario Steffel. Ist er deiner Meinung nach auch die Überraschung in der Saison? Das ist für mich einer der erfreulichsten Dinge in diesem Jahr, dass da ein Spieler, der schon die letzten Jahre bei uns im Verein war, im unteren Bereich, bei den Amateuren, den Sprung so gut geschafft hat. Mario Steffel ist ein Spieler, wo wir schon vor 2 Jahren das erste Mal unter Heimer Pfeifenberger schon mittrainiert bei der Kampfmannschaft, wo wir damals schon gesagt haben, der hat irgendwie was Spezielles, muss sich noch körperlich vor allem weiterentwickeln, natürlich auch als Spieler weiterentwickeln. Und was den Mario Steffel in diesem halben Jahr ausgezeichnet hat, ist, dass er wahnsinnig schnell gelernt hat und angenommen hat und umgesetzt hat die Dinge, die man von ihm verlangt hat. Und auch, dass er physisch in der Lage war, sehr schnell zuzulegen. Und der Bursche hat einen guten Mix aus Schlitzohrigkeit, Intelligenz und trotzdem auch aus einer gesunden Naivität, nicht zu viel nachzudenken, nicht zu viel zu grübeln. Und diese Leichtigkeit, die hat man bei seinen Einsätzen gesehen und war dann natürlich, der hat noch ein paar Einsätzen, 2 Tore, 2 Assists gehabt, alles wichtige Dinge. Das ist schon Bilanz, wo man sehr zufrieden sein kann, dass es gelungen ist, ein Spiel aus dem eigenen Verein in der Kampfmannschaft so einfach zu setteln. Ja, wir haben mit Thomas Kindig, Nikola Ivic und Ahmetjan Özmen noch 3 junge Spieler, die direkt von den Amateuren in die erste Mannschaft aufgerückt sind. Wie haben sich die bis jetzt in das Team integrieren können? Gut, also Thomas Kindig war das ganze Jahr immer wieder knapp dran, war sehr oft im Kader, hat auch gegen Kapfenberg einen Kurzeinsatz gehabt, hat einfach genauso wie der Nikola Ivic auf seiner Position auch große Konkurrenz. Wir haben sehr viele Spieler im eigenen Kader, die diese zentrale Mittelfeldposition belegen können. Özmen hat auch auf den Außenbahnen viel Konkurrenz, hat vielleicht am ersten noch mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Nicht von seiner spielerischen Qualität, sondern einfach von diesem Sprung 5. Liga in 2. Liga in Österreich. Mit taktischen Dingen ist auch von der Physis vielleicht, also einer der jüngsten Spieler, ich glaube, ich weiß nicht, ob der jüngste ist oder Nikola Ivic, aber er war der jüngste oder zweitjüngste, von daher großer Sprung. Aber hat auch immer wieder in Teilabschnitten gezeigt, dass er absolut leistungsfähig ist. Und nicht vergessen möchte ich auch 2 Spieler, die als Amateure in den Kader aufgerückt sind. Das eine ist der Schuller, Stefan, unser 3. Torhüter, der, wenn er mittrainiert hat, eine gute Figur gemacht hat. Und mit Mirza Jatic dürfen wir auf keinen Fall vergessen, ist auch ein Spieler, der zwar jetzt keinen Profi-Status genießt bei uns, aber ganz normaler, fixer Bestandteil des Kaders ist. Und der auf einem tollen Weg war, auf den trifft Ähnliches zu wie auf den Mario Steffel, unheimlich schnell gelernt, hohe Einsatzbereitschaft, 2 aufeinanderfolgenden Spielen gegen Lustenau, gegen LASK, tolle Leistung gebracht hat, bis ihm ein schweres Foul im Spiel auswärts gegen den LASK mit der Folge Kreuzbandeinriss jetzt einmal ein wenig zurückgeworfen hat, was bei dem nicht leicht ist, weil das ist ein richtig ein taffer Bursche und der ist auch schon wieder am Weg zurück und hoffe, dass er sicher im Frühjahr noch für uns Einsätze haben wird. Ja, Stichwort Frühjahr, angesichts des bisherigen Saisonverlaufs, mit welchen Erwartungen und Zielen blickst du da jetzt schon in die frühe Saison? Ja, eigentlich mit einer gewissen Vorfreude, weil einfach die Ergebnisse und die Erlebnisse zum Schluss des Herbstdurchgangs sehr positiv waren und dann schaust du natürlich anders ins Frühjahr hinein und mit einem anderen Blick dem Frühjahr entgegen, wie Mannschaften, die diese Winterpause schon herbeigesehnt haben. Wir haben bis zum Schluss eigentlich einen sehr fitten, frischen Eindruck gemacht, konnte keine Abnutzungserscheinungen bei der Mannschaft feststellen. Und ich glaube, dass wir etwas gefunden haben und etwas entwickelt haben mit der Mannschaft gemeinsam, auf dem man gut aufbauen kann. Und von daher schaue ich sehr zuversichtlich ins Frühjahr.